Wäre die DDR ohne ihn schon Anfang der 80er Jahre pleite gegangen? Was hätte das bedeutet für die Menschen, für das Regime, für die Geschichte? Alexander Schalk-Golodkowski, der Stasi-Offizier, Strippenzieher und clevere Wirtschaftsfachmann, ist damals jedenfalls für viele in der DDR-Regierung die letzte Hoffnung. Denn im März 1982 geht es für das Land buchstäblich um die Wurst. Es steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Da gelingt Alexander Schalk-Golodkowski der Deal seines Lebens. Mit Hilfe eines westdeutschen Fleischfabrikanten und dem bekanntesten Kommunistenfresser der Bundesrepublik. Die Meldung ist 1983 eine Sensation. 1 Milliarde D-Mark für die DDR. 1 Milliarde aus dem Westen für den Osten. Vermittelt von keinem Geringeren als Franz Josef Strauß. Natürlich haben viele treue Genossen gesagt, um Gottes Willen, wenn wir uns da so sehr mit dem Westen einlassen und gerade noch mit Strauß, diesen großen antikommunistischen Hetzer, dann muss es also schon ganz schön trübe aussehen. Und trübe sieht es wirklich aus. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das Land ist hoch verschuldet und bekommt vom Westen keine Kredite mehr. Das fehlende Geld besorgen soll dieser Mann, Alexander Schalk-Golodkowski. Eine der schillerndsten und geheimnisvollsten Figuren der DDR-Geschichte. Er war wie so ein Gott, will ich mal so sagen. Er wusste genau, was er darstellt und was er wollte und was er kann. Mit seiner dunklen Brille und seiner gewichtigen Erscheinung und auch mit seinem vulgären Berliner Jargon war der so richtig so der Mann, dem die Rolle des bösen Buben auf dem Leib geschneidert war. Schalk ist der Schattenmann, Undercover-Diplomat, Herr eines streng geheimen Wirtschaftsimperiums. Er ist der verdeckt operierende Regulator für die Notfälle des SED-Regimes. Doch wie stand es damals wirklich um die DDR? War es Alexander Schalk-Golodkowski, der das Land vor dem drohenden Untergang rettete? Im Dezember 1999, er ist 67 Jahre alt, gibt Alexander Schalk-Golodkowski sein letztes großes Interview. Befragt zum größten Erfolg seiner Karriere, dem Milliardengeschäft mit Franz Josef Strauß, übt er sich in Bescheidenheit. Ich habe weder besondere Zauberkräfte, noch hatte ich besondere Angebote im Gepäck. Es war einfach mein Glück, dass ich diese Chance hatte. Andere hätte sie vielleicht auch genutzt, aber ich hatte die Chance und war bemüht, sie nach bestem Wissen und Gewissen für die DDR zu nutzen. Ich war immer überzeugt, dass ich etwas Gutes für die DDR tue, bis heute. Gutes tun für die DDR. Leitlinie eines Mannes, dessen Name eher für die dunkle Seite des SED-Regimes steht. Um zu verstehen, wie Schalks Milliardendeal wirklich lief und ob er tatsächlich gut war für die DDR, müssen wir zurück ins Jahr 1982. Auf der Herbstmesse in Leipzig trifft die sozialistische Politelite auf die kapitalistische Geschäftswelt. Hier wird das große Ost-West-Geschäft gemacht. Da geht es nicht nur um Millionen, sondern um Milliarden in allen Währungen. Während sich Erich Honecker im Blitzlichtgewitter sonnt, laufen die wichtigen Deals im Hintergrund. So im Leipziger Hotel Astoria, zur Messe offizieller Sitz des DDR-Außenhandels.
Hier residiert Alexander Schalk-Golodkowski. 50 Jahre alt, Staatssekretär im Ministerium für Außenhandel. Wer mit der DDR Geschäfte machen will, kommt an ihm nicht vorbei. Da war 1,90 groß, körperlich gut situiert, wie man so schön sagt, immer adrett angezogen, immer dunklen Anzug, Krawatte, weißes Hemd. Der hatte ein sehr starkes Auftreten gehabt. Also von ihm, von der Figur her schon, von den Äußerlichkeiten, hatten wir alle Respekt vor ihm. Sehr beherrschender Mensch, sehr intelligent, sehr freundlich. Wir waren ja im Prinzip, wir gehörten ja zu seinem Personal. Ah, grüße Sie, Verehrteste. Es ist mir immer wieder eine Ehre, Sie und Ihren Gatten hier in Leipzig willkommen heißen zu dürfen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Staatssekretär. Selbstverständlich. Zur Herbstmesse 1982 ist Josef Merz, ein bayerischer Fleischfabrikant, zu Gast bei Alexander Schalk-Golodkowski. Frau Merz. Christian Gnefer. Darf ich bitten, entschuldigen Sie uns. Was wollen Sie trinken? Die haben hier, glaube ich, einen guten Cognac. Oh. Ja. Wir gehen dann mal. Ne? Ja. Ja. Danke. Zuständig für den VIP-Bereich des Astoria ist damals Restaurantleiter Ulrich Trampler. Die Gepflogenheiten von Staatssekretär Schalk kennt er bestens. Wenn der Gäste hatte, egal woher, war uns auch nicht bekannt, dann wurden die Gespräche anders gelenkt auch. Also sozusagen, wenn wir serviert haben, sodass wir von diesen Dingen, die besprochen wurden, nicht viel mitbekommen haben. Das war dann schon Security dann in dieser Art. Ja, mein lieber Merz, schießen Sie mal los, bin gespannt. Ja, kommen wir gleich zur Sache. Sie ließen doch vor ein paar Monaten wegen eines Kredites bei mir anfragen. Ja, ich erinnere mich. Nur zu gut weiß Josef Merz, dass der DDR finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Ihr fehlt Geld, und zwar Westgeld, die begehrten Devisen. Für die DDR spielten ja immer Devisen so eine furchtbar große Rolle. Das kann man auch nicht mit DDR-Geld vergleichen. DDR hatte ja eine reine Binnenwährung, die nur in der DDR galt und für die es keine Umtauschkurse gegeben hat. Insofern war die Devisenerwirtschaftung primär durch den Export das A und O für das Überleben, für das wirtschaftliche Überleben der DDR. Seit Honeckers Machtantritt fließen riesige Summen, auch an Devisen, in die Produktion von Konsumgütern, in den hochsubventionierten Sozialbereich und in den Wohnungsbau. Das Motto der Parteiführung lautet stabile Preise. Wohnraum soll bezahlbar sein und die Kosten für Grundnahrungsmittel möglichst niedrig. Doch Honeckers Wohltaten für das Volk haben Konsequenzen. Wenn ich in eine Dreiraumwohnung mit 80 Quadratmeter 40 Mark bezahlt habe oder für das Brötchen 5 Pfennig. Es gab ja Gärtner und so weiter, die haben an ihrer Hasen und an ihrer Hühner Brot gekauft und das verfüttert, weil es so billig war. Das hat sich alles gebissen. Das kam mit dem Sozialismus, muss ich sagen, kam das nicht überein. Und da muss ich sagen, das hat Honecker nicht begriffen. Zugleich gibt die DDR beim Handel mit dem Westen mehr Geld aus, als sie einnimmt. Ende 1981 steht unterm Strich ein Rekordminus von über 30 Milliarden Valutamark, sprich Westmark. Die DDR lebte im Grunde genommen über ihre Verhältnisse. Und wir waren stolz darauf, den besten Lebensstandard in allen sozialistischen Ländern zu haben, was ja wohl auch zutraf, aber um einen teuren Preis.
Ende 1981 erklären Polen und Rumänien ihre Zahlungsunfähigkeit. In Polen brechen Unruhen aus. Das Militär übernimmt die Macht. Seitdem verweigern westliche Banken dem Ostblock das Geld. Damit droht auch der DDR die Zahlungsunfähigkeit. Es gab Beratungen im engsten Führungsgremium der Partei und da wurde die Frage von Mittag gestellt, es geht um Sein oder Nichtsein. Und jeder Bereich der Volkswirtschaft, ob Militär oder zivile Bereiche, haben ihren Beitrag zusätzlich zu leisten, um die drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Auch das Ministerium für Staatssicherheit reagiert auf die Gefahr. Für Wirtschaft zuständig sind dort die Mitarbeiter der Hauptabteilung 18. In einem Geheimbericht warnen sie ihren Chef Erich Mielke vor zunehmender Unzufriedenheit der Werktätigen und einer Gefährdung der inneren Stabilität der DDR. Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig die Hauptabteilung 18 im MFS war. Also man wird eine große Kompetenz dort auch vorgefunden haben. Und man kann durchaus sagen, dass das MFS die wirtschaftliche Lage der DDR auch eigenständig realistisch einschätzen kann. Des Übels Wurzel sehen die Stasi-Experten in der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Westen. Ihre Lösung? Allein die konsequente Hinwendung zur UdSSR schafft für die DDR Voraussetzungen für eine weitere stabile innere Entwicklung. Es geht ja so weit, dass die Idee geboren wird, die Volkswirtschaft der DDR an die Sowjetunion zu verpfänden und zu sagen, das ist sozusagen die sichere Bank, das ist unser Lager, da sind wir bei uns und sind nicht abhängig vom Westen. Genau in diese Situation fällt ein verlockendes Angebot des bayerischen Fleischfabrikanten Josef Merz an Staatssekretär Schalk Golodkowski. Eventuell gibt es die Möglichkeit eines größeren Betrages, bereitgestellt durch bundesdeutsche Banken. Woher der Gesinnungswandel? Soweit ich weiß, gilt die DDR bei ihren Banken nicht mehr als kreditwürdig. Prinzipiell stimmt das. Aber vielleicht lässt sich trotzdem einen Weg finden. Mhm. Über welche Summen würden wir reden? Danke nicht für mich. Ja, also, vielleicht doch. Kann nicht schaden. Ich denke, ein dreistelliger Millionenbetrag wäre schon drin. Vielleicht auch mehr. Ach so. Und mit wem würden wir darüber sprechen? Ich habe dem Herrn Ministerpräsident von Ihren Kreditwünschen erzählt. Er schien mir aufgeschlossen, mit Ihnen zu reden. Sie meinen den bayerischen Ministerpräsidenten? Ja, Franz Josef Strauß. Was die DDR-Propaganda von Strauß hält, bringt Karl Eduard von Schnitzler in seinem Schwarzen Kanal auf den Punkt. Dieser Strauß ist gefährlich. Dieser Strauß ist der starke Mann des deutschen Imperialismus. Steile Unternehmerprofite, arbeiterfeindliche Gesetze und antikommunistische Hetze. Das, meine Damen und Herren, ist die Atmosphäre, die ein Strauß braucht, die ein Strauß mitschafft und in der ein Strauß gedeiht. Auch Strauß selbst tut einiges dafür, dass ihn die SED-Führung nicht unbedingt in ihr Herz schließt. Der Anfang vom Niedergang des Kommunismus hat begonnen. Eines Tages wird für ganz Europa und für ganz Deutschland die Stunde der Freiheit schlagen. Ich weiß, Ministerpräsident Strauß ist bei Ihnen nicht besonders gut gelitten, aber wissen Sie, der große Auftritt mit viel Tamtam ist das eine und das echte politische Geschäft oft etwas ganz anderes. Doch wem erzähle ich das? Josef Merz und Franz Josef Strauß kennen sich seit vielen Jahrzehnten. Josef Merz würde ich als den besten Freund meines Vaters bezeichnen. Er war ein ganz aufrichtiger Freund
mit dem er in ein echtes Vertrauensverhältnis erband. Der Josef Merz war auch langjähriger Schatzmeister der CSU gewesen. Der hatte ein ganz tiefes politisches Verständnis. Ja. Der wusste sich darin auch natürlich auch zu bewegen. Glauben Sie mir, Herr Staatssekretär, wenn Sie Strauß kennenlernen, Sie werden ihn mögen. Da bin ich gespannt. Herr Merz, ich danke Ihnen für das hochinteressante Angebot. Ich nehme es mit. Und sobald ich mehr weiß, wende ich mich sofort wieder an Sie. Aber jetzt lassen Sie uns nach den Frauen schauen. Hm? Ja, mal Sie mit, ne? Ja. Ja, bitte schön, ne? Ja, nicht schlecht. Wie kommt gerade Alexander Schalk-Golodkowski zu solch heiklem Auftrag? Auf dem Papier ist er lediglich Staatssekretär im Ministerium für Außenhandel. In Wirklichkeit gehört er zu den mächtigsten Männern der DDR. Ich hatte das Mandat und das Vertrauen der obersten Partei und Staatsführung. Seine Weisungen bekommt Schalk entweder direkt von Erich Honecker oder von dessen engstem Vertrauten Günter Mittag, dem mächtigen ZK-Sekretär für Wirtschaft. Die Position in der DDR-Führungsspitze, die er sich hart erarbeitet hat, verdankt Schalk-Golodkowski dem Meisterstück seiner Karriere, dem Bereich kommerzielle Koordinierung, kurz KOKO. Die ehemalige KOKO-Zentrale in der Berliner Waldstraße ist eher unscheinbar. Das Kürzel KOKO aber steht bis heute vor allem für dunkle Machenschaften der SED. Das Bild von KOKO, das im Herbst 1989 in der Öffentlichkeit präsentiert worden ist, ist geprägt worden durch Nachrichten wie haben mit Waffen gehandelt, haben mit Kunstgütern gehandelt, haben Wandlitz versorgt. Das sind alles keine positiven Nachrichten. Das hörte sich ja so immer an wie eine Mafia-ähnliche Organisation, die Mittel beschaffte und beiseite schaffte. Dagegen wehre ich mich ganz entschieden. Bei der Gründung von KOKO als spezieller Bereich im Ministerium für Außenhandel wird dessen Aufgabe wie folgt umrissen. Sicherung der Leitung und Kontrolle von Außenhandelsoperationen, die der Erwirtschaftung kapitalistischer Valuta außerhalb des Staatsplanes dienen. Um an das begehrte Westgeld zu kommen, arbeiten die KOKO-Firmen wie ein kapitalistischer Konzern mit Schalk an der Spitze. Jedes Jahr haben sie 2 Milliarden D-Mark an den Staatshaushalt abzuführen. Wie sie das tun, bleibt ihnen überlassen. Die hätten die ganze Zeit mit Kartoffeln handeln können, wenn die 2 Milliarden zusammenkommen, okay. Sie können auch an der Börse spekulieren, wenn die 2 Milliarden zusammenkommen, okay. Und das ist eine Art des Wirtschaftens, wie es in westlichen Unternehmen durchaus üblich ist. Da wird auch nicht vorgegeben, so und so viel 1000 Paar Filzlatschen müssen produziert werden, sondern so und so viel Geld ist zu verdienen, weil das eben abzuführen ist. Eine Insel der Marktwirtschaft im Meer der Planwirtschaft. KOKO-Firmen handeln mit Erdöl, Getreide, Textilien, Schuhen, Antiquitäten oder Blutplasma. Ja, auch mit Waffen und oft am Rand der Legalität. KOKO handelt einfach mit allem, was Devisen bringt. Eine Verkaufsmentalität, die die Bevölkerung mit Unbehagen registriert. Auch in Leipzig. Dorothea Haufe arbeitet damals als Rezeptionistin im Leipziger Hotel Astoria. Ich erinnere mich, in meiner Straße waren nach einer gewissen Zeit die ganzen Gaslaternen weg, die schönen alten Gaslaternen. Und dann hieß es, ja, die hat Schalk-Golodkowski nach Holland veräußert. Es
ging ja nur darum, dass Valuta reinkommt. Die DDR, wir hatten ja keine andere Möglichkeit, durch den Tourismus irgendwas reinzunehmen. Wir mussten das alles durch unsere Produkte, die weltweit gefragt waren, muss man das ja machen. Meißner Porzellan zum Beispiel. Reinhard C., damals Barmann im Astoria, lebt ebenfalls in Leipzig. Wurden zum Beispiel Straßen neu gemacht. Die alten dicken Pflastersteine wurden rausgenommen. Dann wurde Beton gegossen und die Steine wurden auch verkauft. Für harte Währung. Tja. Da haben wir dann drüben die Altstädte neu gemacht und wir haben hier Beton gehabt. Seit den 70er Jahren gehört Schalks Devisenbeschaffungsmaschine zu den wichtigsten Lebensadern der DDR-Wirtschaft. So wichtig, dass Honecker und Mittag den Bereich direkt unter ihre Fittiche nehmen und ihn strikt vom Rest der Wirtschaft abschotten. Wir waren zu einer sehr strengen Geheimhaltung angehalten. Es gab bei uns natürlich, die Führungsdokumente waren in der Regel vertrauliche Verschlusssachen oder geheime Verschlusssachen, weil das Zahlenwerk und die Bilanzen der Volkswirtschaft, die ja auch bei uns dann natürlich zusammenliefen, waren ein interessanter Gegenstand, für den sich viele interessierten, auch der politische Gegner. Sinnbild der Macht des Schalk-Imperiums ist das 1978 fertiggestellte internationale Handelszentrum am Berliner Bahnhof Friedrichstraße. Zum Ende der DDR hat die COCO etwa 3000 Mitarbeiter, verteilt auf über 100 Firmen. Das Monatsgehalt des Chefs, 5.659 Mark. Etwa fünfmal so viel wie ein Facharbeiter. Für DDR-Verhältnisse sehr viel. Im Vergleich zu einem westlichen Spitzenmanager lächerlich wenig. Aber in westlichen Verhältnissen hat man natürlich wiederum nicht diese privilegierte Stellung und diese Machtposition. Er ist eben ein Mann, der mit Strauß politisch und wirtschaftlich verhandeln kann. So ist es im Herbst 1982 in Leipzig auch Alexander Schalk-Golodkowski, dem der Strauß-Gesandte Josef Merz das Milliardenangebot macht. Verzeihen Sie, dass ich mich schon wieder entschuldigen muss, aber die Arbeit ruft, die Messe ist kein Vergnügen. Meine Gattin wird Sie in jedem Fall noch ein wenig unterhalten. Dass Schalk so weit gekommen ist, verdankt er auch diesem Mann, Heinz Volpert. 50 Jahre. Oberst der Staatssicherheit. Der Offizier für Sonderaufgaben untersteht Stasi-Chef Mielke direkt. In dessen Auftrag organisiert er den Verkauf von politischen Häftlingen und leitet gefährliche Spezialoperationen im Feindgebiet. Heinz Volpert war es auch, der Schalk-Golodkowski als Offizier im besonderen Einsatz für die Staatssicherheit warb. Das hat mich schon geschmeichelt. Der Dienstgrad Oberstleutnant, Gott, da habe ich gesagt, du warst ja schon mal Hauptverwaltungsleiter, aber ich denke mal an die Zeit als Unterhändler für Honecker in der Bundesrepublik Deutschland. Ohne die Flankierung durch das Ministerium hätte ich gar nicht überstanden. War Volpert früher auch Schalks Führungsoffizier, ist er jetzt vor allem bester Freund und engster Vertrauter. Und? Was hat er gesagt? Ehrlich, Franz Josef Strauß. Der böse Wolf geht auf Kuschelkurs und will uns aus der Klemme helfen. Das ist aber eine heikle Angelegenheit. Du weißt, dass einige Fraktionen aus dem Ministerium von solchen Angeboten aus dem Westen gar nichts halten. Aber die haben große Unterstützer in der Partei. Dahinter verbirgt sich die Stasi-Hauptabteilung 18. Im Ministerium auch für COCO zuständig. In ihrem Bericht an Mielke kritisieren die MFS-Spezialisten Schalks Sondergeschäfte. Ihrer Meinung nach verschärfen sie die Lage in der Zahlungsbilanz und verstärken damit die Abhängigkeit vom Westen. Ach, diese Berichteschreiber sind doch nur wichtig, Tua. Die lassen keine Gelegenheit aus, um mir in den Karren zu fahren. Du solltest trotzdem vorsichtig sein. Immerhin hat der Minister persönlich den Bericht in Auftrag gegeben. Ja, ich behalte einen Blick drauf.
Aber viel wichtiger ist für mich zunächst, was Honecker von dem Angebot hält. Tja, da bin ich auch gespannt. Ich fahre heute noch nach Berlin. Meine Sekretärin weiß schon Bescheid, es wird eine lange Nacht. Gesprächsprotokoll, Vorladung, na, du weißt schon. Mit etwas Glück habe ich morgen um 9 einen Termin im ZK. Hm? Lass uns wieder unter das Volk mischen. Hier, in der Ostberliner Parteizentrale der SED, schlägt in der DDR das Herz der Macht. Denn hier tagt das Politbüro. Zu den Tagungen, immer dienstags, ist auch Schalk ein gern gesehener Gast. Wer geladen ist, braucht Geduld. Wartezeiten bis zu 3 Stunden sind nicht selten. Es ist mir wie immer ein Vergnügen. Besser kann man Wartezeit gar nicht genießen als in Ihren Händen. Es wird heute nicht lange dauern. Versprochen. Die Wartezeit lässt Schalk nicht ungenutzt. Er studiert Dokumente, führt Hintergrundgespräche und pflegt sein gut funktionierendes Netzwerk. In den Sitzungen selbst sieht sich der Koko-Chef meist in der Rolle des Zahlmeisters. Wenn irgendetwas neu gemacht wurde, Jugendfernsehen DDR, wer macht das, wer finanziert das? Bereich kommerzielle Koordinierung. Weihnachtsversorgung, wer finanziert das? Bereich kommerzielle Koordinierung. Wer finanziert Polenkredit? Bereich kommerzielle Koordinierung. Wer finanziert Nicaragua? Bereich kommerzielle Koordinierung. Ich meine, es ist ja bloß gut, dass es noch einen Bereich gab. Sonst hätte ja der Generalsekretär hätte ja überhaupt keinen Handelsspielraum mehr gehabt für seine politischen Entscheidungen. Ich meine, wir waren ja keine Bananenrepublik. Aha. Genosse Honecker hätte jetzt Zeit für Sie. Danke. Nachrichten wie das Milliardenangebot aus Bayern im Herbst 1982 können die Wartezeit beim Generalsekretär auch deutlich verkürzen. Honecker ist in einer schwierigen Situation. Denn die zunehmende Westverschuldung macht nicht nur der Stasi Sorgen, sondern auch dem großen Bruder. Anfang der 80er tritt der Kalte Krieg in eine neue Phase. Auch die Sowjetunion rüstet wieder auf. Im Ernstfall ist die DDR für die Sowjets ein militärischer Brückenkopf, den sie um keinen Preis dem Gegner überlassen wollen. Deswegen sind die natürlich daran interessiert, die DDR selber am Leben zu halten und nicht dem Westen, gerade der Bundesrepublik, die Möglichkeit zu verschaffen, mehr Einfluss in der DDR selbst zu erlangen, indem eine wirtschaftliche Abhängigkeit erzeugt worden ist. Das hat man in der Sowjetunion als großes Problem angesehen, dass ihnen das osteuropäische Vorfeld sozusagen abbröckelt. Das wollten ja die Ungarn auch und die Tschechen und die Polen, ja, Kredite, Westgeld. Und dafür hätten die ja mindestens ihre Seele auch verkauft. Doch der Sowjetunion steht selbst das Wasser bis zum Hals. Andauernde Missernten zwingen zu teuren Getreideimporten. Der Krieg in Afghanistan verschlingt Unsummen. Die Sowjetunion war nicht imstande, die notwendige finanzielle Hilfe für die DDR zu gewähren. Das war auf höchster Ebene, auf Ebene des Politbüros, durch Besuche der Generalsekretäre ausdiskutiert und war klar für Honecker. Schlimmer noch, der Kreml drosselt die Erdöllieferungen ins Bruderland. Öl, das die DDR dringend benötigt, um es zu veredeln und in den Westen zu exportieren. Auch hier wird Schalk aktiv und reist 1982 nach Moskau. In harten Verhandlungen erreicht er, dass die DDR weiteres Öl auf Kredit erhält. Mit dem Bezahlen darf sie sich Zeit lassen. Zeit,
in der sie das Öl bereits in neue Devisen verwandelt hat. Das war ein gewalt ja Kraftaufwand und extrem teurer Kredit, aber er war in dieser Zeit lebensnotwendig, sonst wäre die DDR zahlungsunfähig geworden. Was Schalk mit seinen sowjetischen Handelspartnern und Verhandlungspartnern erreicht, ist, dass die DDR flüssig bleibt, Kreditverpflichtungen erfüllen kann, nicht zahlungsunfähig wird. Was er nicht in Moskau erreichen kann, ist, dass die DDR ihren Gestaltungsspielraum mit wirtschaftlichen Entscheidungen wiedererlangt. Dazu braucht sie andere Hilfe. Dafür braucht die DDR die Milliarden von Franz Josef Strauß. Während sich Honecker in Sachen Kredit noch Zeit ausbittet, lässt Schalk Golodkowski den Gesprächsfaden nicht abreißen. Nein, Manfred, jede weitere Diskussion darüber ist zwecklos. Unsere Handelspartner in der BRD für den Fleischexport stehen fest. Und zwar seit Jahren. Und das bleibt auch so. Ja, bitte. Entschuldigung, aber Herr Merz ist jetzt da. Ah, lass bitten. Hallo. Hallo. Ja, Herr Merz. Ich grüße Sie. Ich soll Sie herzlich von meiner Gattin grüßen. Ah, danke schön. Ja. Seit dem Auftakt auf der Leipziger Messe sind Josef Merz und Alexander Schalk-Golodkowski regelmäßig in Kontakt. Wenn die Bundesregierung für den Kredit bürgen soll, was halten Sie davon, wenn die DDR als Sicherheit ihre Ansprüche aus der Transitpauschale verpfändet? Seit Anfang der 70er Jahre dürfen Westbürger auf bestimmten Strecken nahezu ungehindert das volkseigene Straßen- und Schienennetz nutzen. Für diesen deutsch-deutschen Service erhält die DDR jährlich eine Festsumme von der Bundesrepublik. Die sogenannte Transitpauschale. Sollten wir in Zahlungsschwierigkeiten kommen, dann kann die BRD das Geld für die Transitstrecken einbehalten. Immerhin ein dreistelliger Millionenbetrag. Und unsere Steuerzahler müssen nicht für DDR-Schulden gerade stehen. Tja, das ist auf jeden Fall eine Lösung, die sich politisch bei uns gut verkaufen lässt. Etwas weniger locker geht es zu im Büro Schalk, wenn sich Erich Mielke meldet. Erwiesenermaßen kein großer Freund von Honeckers und Schalks Westorientierung. Ich grüße Sie, Genosse Minister. Was es Neues gibt in Sachen Strauß? Ja, der Generalsekretär braucht noch Bedenkzeit. Das macht alles insgesamt einen positiven Eindruck. Jawohl. Selbstverständlich halte ich Sie weiter auf dem Laufenden. Auch wenn der Minister für Staatssicherheit dem Beauftragten des Generalsekretärs keine Weisungen erteilen darf, versorgt ihn der mit wichtigen Informationen. Im Gegenzug hält Mielke seinem Offizier im besonderen Einsatz den Rücken frei, auch im eigenen Haus, wo Schalk längst nicht nur Freunde hat. Vor allem in der Hauptabteilung 18, bei den Verfassern des KOKO-kritischen Geheimberichts. Lasse. Vertrauen kann er eigentlich nur seinem alten Freund, Heinz Volpert. Ah. Alex, also was du in Moskau erreicht hast, zieh mal den Hut. Hast du 5 Minuten, glaube ich. Setz dich. Die Kollegen der Hauptabteilung 18, die schleichen schon seit Tagen mit bitterbösen Mienen über den Flur. Sieht ganz danach aus, als ob der Geheimbericht im Papierkorb gelandet sei. Steckst du dahinter? Es kann schon sein. Ich habe dem Minister klipp und klar gesagt, dass aus Moskau keine Rettungstaten mehr zu erwarten sind. Das sieht er inzwischen auch so. Verstehe. Aus den Häftlingsverkäufen können wir dieses Jahr auch keine Devisen mehr rausholen. Da sind wir am Ende der Fahnenstange. Wir sind schlicht und einfach auf das Geld aus dem Westen angewiesen. Und wenn uns Strauß diesen Kredit verschafft, dann können wir froh sein. Natürlich gibt es Versuche, dem Dilemma der Westverschuldung aus eigener Kraft zu entkommen. Dazu gehört der Entschluss, die Energieversorgung der DDR vom teuren Erdöl auf heimische Braunkohle umzustellen. Doch abgesehen davon, dass es sich damals wirtschaftlich nicht rechnet,
hat der Osten Deutschlands noch heute mit den ökologischen Folgen zu kämpfen. Versuch Nummer 2. Eine massive Exportsteigerung ins nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet. Es wurde ja auch alles, was nicht nied- und nagelfest war, nach dem Westen geliefert. Vom Oberhemd angefangen, was weiß ich, bis zu Lebensmitteln. Also vor 36 Pfennig damals, wir hatten ja Mark der DDR, wurde dann so ein Oberhemd nach dem Westen verkauft und so. Also wirklich, es wurde verschleudert, nur um ein bisschen Valuta zu bekommen. Für ein Appel und ein Ei hat sich die DDR verkauft. Zum ersten Mal seit 1968 erwirtschaftet die DDR einen Überschuss im Westhandel. Immerhin 5 Milliarden Valutamark. Doch alles, was in den Westen geht, wie Handtücher, Unterwäsche und viele andere Konsumgüter, fehlt auf dem Binnenmarkt. Ein Zustand, den die Bevölkerung schmerzlich zu spüren bekommt. Das meinte man eigentlich schon überwunden zu haben, diesen Zustand, den man ja kannte, so aus der Nachkriegszeit, dass das alles Mögliche nicht zu kaufen gab. Das meinte man eigentlich hinter sich gelassen zu haben, aufgrund der erfolgreichen Entwicklung der DDR, die ja immer getönt hat, diese, das zehntstärkste Industrieland. Auf einmal gab es schon keine Schlüpfer mehr. Während die DDR-Bevölkerung den Gürtel enger schnallen muss, erhöhen sich im Westen die Chancen für den Milliardendeal. Im März 1983 gewinnt Helmut Kohl die Wahl zum Bundeskanzler. Kohl ist zwar nicht sonderlich begeistert über die außenpolitischen Ambitionen von Strauß, dessen Kreditprojekt für die DDR aber unterstützt er von Anfang an. DDR-Unterhändler Schalk läuft derweil auf Hochtouren. Er ist kaum noch zu Hause, arbeitet permanent und überall. Wenn man sich überlegt, auf welchen Schienen der Verhandlungen geführt hat, um die Zahlungsfähigkeit der DDR zu erhalten, wo ganz unterschiedliche Taktiken anzuwenden waren, und das alles im Grunde genommen zu managen, das sagt etwas aus über seine Fähigkeiten und eben auch seine Arbeitsleistung. Momente der Entspannung, wie hier 1982 auf der Staatsjagd im Thüringischen zusammen mit seinem Dienstherrn Erich Honecker, werden zur Seltenheit. Dann kommt auch noch die Kontaktaufnahme mit Strauß ins Stocken. Droht gar zu scheitern. Als im April 1983 ein Bundesbürger während einer Kontrolle durch DDR-Zollbeamte stirbt, fordert der CSU-Chef öffentlich, dass die Bundesregierung im Zusammenhang mit diesem Mordfall, anders kann man ihn nicht nennen, sehr entschieden und deutlich auftreten muss. Als die Bundesregierung auch noch ein Treffen mit Günter Mittag absagt, bläst Erich Honecker seinen geplanten Besuch in der Bundesrepublik ab. Es herrscht Eiszeit. Für Unterhändler Schalk eine schwierige Situation. Entweder ist Strauß ein Riesenidiot oder ein ganz gewiefter Bursche. Klar hat er gegen uns gepöbelt. War der wirklich uns gemeint? So viel ich über Merz weiß, sind das irgendwelche Taktierereien zwischen Strauß und Kohl. Das Kreditgeschäft sei davon unberührt. Die Frage ist nur, was der Generalsekretär von dem Geplänkel hält. Ja, das ist die Preisfrage. Honecker hat mächtig Druck aus der Sowjetunion. Die Freunde sind ja sowieso gegen seine Westorientierung. Nicht umsonst haben sie seine BRD-Reise ja praktisch mitvereitelt. Da sind wir doch mal ehrlich. Wir wissen doch alle nicht, worauf wir uns mit diesem Strauß einlassen. Aber eins steht fest, der weiß, dass wir das Geld brauchen. Und der BFC, der hat jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Jena? Ah, ja, das sollte dann wohl langen. Thank you.
So sehr Strauß weiß, dass die DDR die Milliarden benötigt, weiß er auch, dass es zum damaligen Zeitpunkt unmöglich ist, das Land aus dem Ostblock herauszulösen. Und dann ist es eine kluge Entscheidung zu sagen, okay, wir werden jetzt mit dem man reden kann, ein Modell aufstellen, das die DDR zunächst erstmal stabilisiert. Auch wenn wir damit eine Möglichkeit der deutschen Einheit zu diesem Zeitpunkt ausschließen, weil sie zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht kommen würde. Das war kluge Politik. Noch im April 1983 gibt auch Erich Honecker grünes Licht für den Beginn der Kreditgespräche mit Franz Josef Strauß. Des Generalsekretärs Top-Unterhändler rückt aus, um den Deal seines Lebens zu machen. Im Juli 1983 ist alles perfekt. Mit dem Segen der SED und der Bundesregierung unterzeichnen Bankenvertreter Ost und West den Vertrag. 1 Milliarde D-Mark für die DDR. Gewährt von bundesdeutschen Kreditinstituten. Geld, das die DDR nicht ausgibt, sondern auf die hohe Kante legt. Die wirkliche Bedeutung der Strauß-Kredite ist, dass Strauß für die DDR die Türen zu den internationalen Banken wieder aufgemacht hat, die klar verschlossen waren. Und die Kredite werden im Nachgang dazu benutzt, eigene Guthaben der DDR aufzufüllen, mit denen sie nach außen hin eine bessere Bonität darstellen konnte, mit der sie sich anschließend günstiger refinanzieren konnte. Für seine Verdienste erhält Alexander Schalk-Golodkowski 1984 den großen Stern der Völkerfreundschaft und wird 2 Jahre später ins ZK der SED aufgenommen. Rückblickend allerdings mischen sich auch nachdenkliche Töne in die Erinnerung an den großen Coup. Die politische Entscheidung ging von der Bundesrepublik aus. Das muss man nüchtern einschätzen. Ich hatte ja manchmal Überlegungen, ja, wem gehört die DDR? Aber in dieser Minute dachte ich daran, die gehört dann wirklich zur BRD. Wenigstens den Weg dorthin ebnen die Strauß-Milliarden. Denn auch wenn der Geldregen das Land vorerst stabilisiert, die Talfahrt des SED-Regimes hält er nicht auf. In gewisser Weise ist der Milliardendeal der Anfang vom Ende der DDR. Die DDR war ein Kind des Kalten Krieges und je eisiger der Kalte Krieg war, desto sicherer war die Existenz der DDR. Und alles, was in Richtung Tauwetter, Entspannung und Normalisierung ging, gefährdete langfristig die DDR, sodass man sagen kann, dass diese Kreditgeschäfte, speziell der Milliardenkritik von Franz Josef Strauß, durchaus ein Sargnagel gewesen ist am Sarg der DDR. Doch noch vor ihrem Ende, auch das muss gesagt werden, hat die DDR den Kredit zurückgezahlt. Vollständig und pünktlich. Nachdem er sich selbst von seinen Stasi-Genossen im Stich gelassen fühlt und um sein Leben bangt, flieht Alexander Schalk-Golodkowski Anfang Dezember 1989 Hals über Kopf in den Westen. Auch sein alter Dienstherr Erich Honecker kann ihm nicht mehr helfen. Steht er doch selbst schon auf dem Abstellgleis der Geschichte. 18 Jahre früher sah das noch ganz anders aus. Da zog Honecker los, um seinen Ziehvater Walter Ulbricht vom Thron zu stoßen.